Ich stehe hier, weil ich einen Punkt, ich kenne eure Bedenken, habe ich jetzt gehört, dass ich einen Punkt da einfach sage, mit Habeck schon mehr die Leute da draußen, das ist das, was die wollen. Machen wir es kurz. Sanktionen einstellen gegen Russland und die Gasleitung aufmachen. Ja. Machen wir es so. Gasleitung aufmachen. Ganz einfach. Ja, genau. Ganz einfach. Alter. Ganz einfach. Wir bringen es auf die beiden Sachen, damit die Wirtschaft wieder irgendwo aus dem Loch rauskommt und die Menschen psychisch. Und kein Fracking-Gas aus der USA. Ja, gut. Jetzt bleiben wir bei einem Punkt. Ja, bei einem Punkt, Leute, mehr haben wir. Ja, ja, ist auch nicht. Da kriegt der Basis, genug aus der Basis gesagt. Lasst die Menschen klar. Euch geht es um euer Geld. Wie gesagt, so um eine Zukunft braucht man ein günstiges Gas. Und das ist mit Nord Stream 2. Genau, so ist es. Ohne Diskussion. Also ich eins erstmal wieder. Ich werde es heute sagen, dass ihr deswegen dasteht. Ja? Ich nehme das mit und erkennt es ja an, dass ihr heute, man sieht, sind vielleicht von der Arbeit weg und Menschen aus dem ganz normalen Volk. Genau. Keine Prüfe zu machen. Okay. Wir danken. Alles klar? Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin aus der Region und ich bin heute diese Woche in Kurzarbeit, weil ich arbeite in der Firma in Meiningen, wir produzieren Heizkörper, 25% der Wochenlieferung geht nach Russland und wir haben einen Tag die Woche nichts mehr zu tun. Wir haben das jetzt geschoben auf eine Woche, schon Kurzarbeit. Das trifft es. Wir liefern Heizkörper, nichts Böses. Das wünschen wir uns alle. Also ich würde mir wünschen, die Energiewende ist wichtig, aber sie sollte mit den Bürgern geschehen. Und das funktioniert ja nicht, wenn man das Geld aus der Tasche zieht, auf dem Weg. Also ich sag mal, ich kenne viele, die vernünftig sind, gut eingestellt sind, sich eine Solaranlage bauen wollen, sich regenerativ aufstellen wollen, aber jetzt ja nicht mehr können. Von was? Natürlich sind wir grundsätzlich hier, um dem Minister mitzuteilen, dass die Bürger ein solch wackeliges Energiekonstrukt, was er hier anbietet, nicht mittragen. Ja, nicht mittragen. Und das garantiere ich Ihnen mehrheitlich. Die Bürger wissen mittlerweile, wie man sich organisiert. Die Bürger gehen auf die Straße. Sie sehen das hier. Die Bürger opfern Urlaub, Freizeit. Und die Bürger werden auch in Zukunft noch Handwerkgänge einzulegen. Bleibt es bitte, der Minister nicht.